Bisher bei Driver San Francisco. KEOC Lunchtime. Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung, Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Also, Layla hat den Platinraub organisiert und Jericho plant, das zu benutzen. Wie zum Teufel benutzt man bitte Platin? Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Und damit willkommen zurück zu Driver San Francisco. Es geht weiter mit der Story und oder erstmal mit einer Story-Mission. Denn wir fahren Buggy-Rennen. Aha. Wir stehen also gegen Minnesota, New Mexico, Nevada. Wir haben das nicht gemacht, um ein Rennteam zu gründen. Das ist dein College-Geld. Ja, aber du hast nicht bloß Talent, June. Du bist ein Genie. Also gewinnen wir das noch und... Und das ist das letzte Mal, klar? Wie viele letzte Male wollen die denn noch haben eigentlich? Naja, hoffentlich kriegen wir das ganz gut hin. Rennen, das ist... Bin wohl wieder da, um deinen Arsch zu retten. Das ist dein letztes Rennen. Gewinnen wir es. Au! Was? Oh mein Gott! Besorgt? Noch nicht, nein. Die Fahrphysik ist ja mal ultra... Schön! Das ist eine gute Straße. Leichtgängig. Ist eine gute Straße, mhm. Wow. Landeklappen! Oh ja, Gott! Das ist schon besser! Alter! Halt, Jun! Nichts gesehen! Die Drifts! Schön gedriftet! Ja, ganz genau! Ey, was soll das denn jetzt? Hallo? Wow! Was ist denn mit dem los? Wo kommt der denn her? 10 von 10, Mann! Jo, danke. Alles Alter, aus dem Weg! Was ist denn mit euch los, Leute? Lass das. Dass wir es fast geschafft haben, okay? Warte mal, habe ich wirklich jetzt Driver San Francisco gestartet oder ist es noch GT Sport? Ja. Mann, Onkel Couture fände das sicher klasse. Ja, was macht er eigentlich so? Er ist vor 5 Jahren gestorben, Jun. Ach ja, klar. Autsch. Lass dich zusammen, Jun. So, geh weg, Kumpel. Jun braucht etwas Hilfe. Alter, wie viele Leute sind das denn bitte? Okay. Warum sind wir plötzlich Letzter? Warum ist er nicht wenigstens ein bisschen schneller weitergefahren, während ich weg war? Ich höre nicht zu! Alles klar. Ich will nicht, naja, überkritisch wirken oder so. Tschüss. Ich weiß, Ayumu! Ah, er heißt Ayumu. Okay, das wusste ich nicht. Der ist für mich persönlich jetzt gerade ein Weilchen her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Oh boy. Hier vorne. Ja, aber auch. Deswegen muss ich mich vielleicht ein bisschen an die Fahrphysik gewöhnen, aber die in diesem Buggy, die ist ultra ungewohnt. Also, ich glaube, selbst für damalige Verhältnisse war so super ungewohnt. Oh boy. Oder wäre sie super ungewohnt gewesen? Genau. Was ist das Ding mit Rädern? Das Auto? Du bist so clever. Nice. Schön geroastet. Roasty McRoasten, ey. Was kommt von Jun? Genau, der Mai. Ziellinie in Sicht. Ja,
super Art, unser letztes Rennen zu beenden. Stimmt's? Nicht ablenken, Leute. Nicht zu früh freuen. Das ist unglaublich. Ja, wie ich gesagt habe. Nein! Oh, diese Säue habe ich aber auch weggehauen, das geht nicht mehr. Oh, komm, ey, ich will euch jetzt so hart wegbangen. Es ist unfassbar. Komm her. Wie die mich die ganze Zeit gerammt haben, diese miesen Säue. Ich bin wieder da, um deinen Arsch zu retten. Das ist dein letztes Rennen. Gewinnen wir's. Auf geht's. Alter, was ist denn mit den Leuten kaputt? Keine Sprünge mehr. Leute. Spreche nix. Ich habe eine Idee. Komm mal her, Kumpel. Komm mal her. Wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Komm mal her. Besorgt? Noch nicht, nein. Für wen hältst du dich eigentlich? Jetzt mal im Ernst. Schade. Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Come on! Verdammt! Wir fahren mit Tempo und. Ist schon klar, Jun, dann mach etwas langsamer. Nein, genau so muss der weggebankt werden. Komm her, Nummer 2. Ciao, Kumpel! Genau so mache ich das jetzt gegen euch. So sieht's nämlich aus. So. Ihr rammt uns nicht mehr die ganze Zeit weg. Jetzt ramme ich euch weg. Und er hat mir eigentlich nichts getan, aber trotzdem. Holen wir das wieder auf? Ich vergaß, was für eine Heulsuse du bist. Ist aber auch gut, wie viele Sprüche die haben. Das ist irgendwo fast schon schade, dass sie das beim einmaligen Durchspielen nicht alles sagen. Oder ist es mir damals nicht aufgefallen? Nee, ja, da haben wir über den Onkel gesprochen, glaube ich. Oh Gott. Ja. Wollt ihr mich eigentlich komplett veräppeln? Ihr könnt doch nicht beide zufällig direkt hinter mir bzw. in mir landen. Komm, Kollege. Tschüss. Ab in den Gegenverkehr mit dem. Erster Platz! Das gefällt mir. Ja, ich weiß. Hast du schon mal gesagt. Oh Gott, komm schon. Bonus 100? Für was? 150? Für was? Egal. Finde ich gut. Einen Bonus nehme ich gerne mit. Gefällt mir hier vorne. Ja, mir aber auch. So, Checkpoint 14. Oh. Ey, die Steuerung ist so unendlich schwammig mit diesem Teil. Oh Gott. Steh mal auf, Mann. Tschüss. Sieh mal, wer der geniale Fahrer ist. Du? Genau. Ja. Genau, wir sind der geniale Fahrer. Alles klar. Ja, da fährt einer wieder im Gegenverkehr. Schön. Also beziehungsweise in die entgegengesetzte Richtung. Ziellinie in Sicht. Yep. Super, nein, Art, nein, 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 zu beenden. Nein, Stimmt's? Nein, 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 Leute. Böse, Leute, böse. Ja, komm, jetzt aber. Okay, yes. Gewonnen. Jetzt hören wir damit auf. Genieß es doch. Ende im Gelände, geh zur Uni. Warum sage ich das? Ja, geh einfach zur Uni, Mann. Ganz ehrlich, so super schlimm ist es auch nicht. Das stellt sich immer nur so ein bisschen so an. So, nächste Story-Mission. Falls Jericho einen Cyanid-Angriff plant, müssen wir uns beeilen. Warum habe ich wohl eine Wanze in Carl Crooks Auto versteckt? Der Typ von der Ammoniak-Geschichte? Ach, darum haben die ihn rausgelassen. Na, langsam begreifst du es, Jones. Als erstes wird Crook seinem Boss sagen wollen, dass er kein Verräter ist. Und den Anruf hören wir ab. Bist du ganz sicher, dass Crook sofort zurück zu Jericho fährt? Ohne Jericho ist er niemand. Und er heißt Crook, nicht Crook. Crook hat das Ammoniak-Ding versaut. Warum sollte Jericho seinen Anruf annehmen?
Das ist unsere einzige Spur. Sollen wir nicht gucken, wo sie hinführt, bevor wir sie abschreiben? Oh, da ist Crook. Ich dachte, wir hatten uns auf Crook geeinigt. Wie du meinst. Der ist jedenfalls froh, frei zu sein. Mal sehen, wohin uns sein Glück führt. Let's go! Ich muss sagen übrigens, die Filmaufnahmen sehen ziemlich gut aus. Und das, obwohl Filmaufnahmen eigentlich nicht so gut altern. Okay, das ist nicht genug. Hoffentlich hat er was zu sagen. Bleib einfach an ihm dran. Solltest du im Bau sein? Boss, ich hatte Glück. Ungültige Beweise, die konnten mich nicht drin halten. Was habe ich gesagt? Es ist Jericho. Hey, Klappe, ich will zuhören. Das ist Nicolas Cage. Ungültige Beweise? Das klingt sehr praktisch. Boss, ehrlich, ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwöre, ich habe nicht gesungen. Du schwörst. Und jetzt, Karl? Wenn der Blitz dich nicht trifft, lügst du nicht? Ich bin kein Verräter, Boss. Das mit dem Ammoniak, da hat jemand geredet. Plötzlich waren da überall Cops in Zivil. Die haben auf uns gewartet. Warum denkst du, dass ich dich brauche? Ich bin ein guter Soldat, Boss. Und loyal. Du bist ein Soldat, Crook. Ersetzbar. Du machst einen Fehler, Mann. Du machst einen riesengroßen Fehler. Ruf mich nie wieder an. Verdammt. Toll, Jericho hat aufgelegt. Crook ist verzweifelt. Der ruft wieder. Hoffentlich hast du recht. Karl, Ramon hier. Ramon, ich ruf dich zurück. Auf keinen Fall, Mann. Du schuldest mir was. Reg dich nicht auf, Ramon. Du kriegst alles zurück. Ich hab gesessen. Nicht mein Problem. Du hast deine Verpflichtung aufgeschoben, Karl. Echt nicht klug. Hey, da hat aber jemand mächtig stolz getankt in meiner Abwesenheit. Weißt du, für wen ich arbeite? Ich gebe einen Rattenarsch auf deinen Boss, Karl. Du schuldest mir Geld. Damit stehe ich weit über deinem Boss. Ramon, schön, dass du langsam runterkommst, aber übertreib es nicht. Ich werde zahlen. Du kriegst alles. Zu spät für Versprechen, Karl. Ich muss auf meinen Ruf achten. Du bist selber schuld. Arschloch. Klingt, als würde Crook bis zum Hals drinstecken. Kann uns egal sein. Solange er uns zu Jericho führt, ist er auf sich gestellt. Crook vor Angriffen schützen. Ah ja, stimmt. Jetzt könnte Jericho versuchen, ihn auszuschalten. Wir haben echt Ärger. Dieser Ramon macht richtig ernst. Schnall dich an, Partner. Oder Ramon, weil er ihm Geld schuldet. Auf jeden Fall retten. Verfolgen wir Crook oder spielen wir Autoscooter? Beides. Hallo, wir haben hier empfindliche Funkgeräte. Das war natürlich ich. Muss Crook schützen, ihm Zeit geben, uns zu Jericho zu führen. Ja, machen wir, ne? Schnall dich an und nimm die Füße. Jetzt haben wir den Spruch nicht zu Ende gehört. Jawoll. Jawoll, ja. So, nächstes Auto. Die schon kommen. Manche werden mich dafür lynchen wollen, dass ich hier den VW T1 kaputt gemacht habe. Halt dich gut fest, Kleiner. Wir heben ab. Warum stand das Auto auf der Straße? Ich habe mit... Oh ja. Sei vorsichtig, Shanice. Mein Freund weiß nicht, dass wir sein Auto haben. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Nö, Crook entkommt nicht. Was hast du mit meiner Frau? Knappe Kiste. Wie, das ist er, ne?
noch knappere Kiste. Hey! Warum schieße ich mich selbst ab? Bam, Junge! Ciao! Gut, Krug ist erstmal vom Haken. Gangster müssen auch alle denken, was ist mit den Zivilisten los? Hab ich nicht gesagt, dass du nie wieder anrufen sollst? Bitte, Boss. Hör bitte zu. Jetzt aber. Komm, gib mir was. Wie wär's mit einem Pony? Du hast eine Minute, um mich zu überzeugen, dass ich dich nicht ausradieren sollte. Wegen dem Ammonia. Ich glaube, ich weiß, wo wir noch was herbekommen können. Glaubst du, ich hätte die ganze Zeit an mir rumgespielt, während du drin warst? Ich hab, was ich brauche. Hast du das Cyanid gemacht? Pass auf, Mann, wir kommen zu nah ran. Genau, Carl. Du brauchst immer noch Männer. Männer wie mich. Vertrauenswürdige Männer. Ich hab Schulden, Boss. Viele Schulden. Ich brauche schnell Geld. Ich bin verzweifelt, Boss. Ich gehe jedes Risiko für dich ein. Hast du Angst, dass ich verkabelt bin? Du kannst mich durchsuchen. Mich, mein Auto, meine Wohnung. Ehrlich, Mann, du wirst nichts finden. Oh. Der Jeep kommt mir verdächtig vor. Die Zeit ist um, Carl. Okay, ich komm vorbei. Wir klären das und... Mach's gut, Carl. Jesus. Jericho ist kalt, Mann. Mit einem von seinen eigenen Leuten. Er ist klug. Er wusste, dass Krug ein Risiko ist. Ja, klug und kalt. Gott hilf uns, wenn er je das Cyanid einsetzen kann. Leute, okay, ihr seid Polizisten, aber gerade eben ist vor euch einer weggesprengt worden. Könnt ihr mal bitte ein bisschen mehr Emotion zeigen? Ja, er ist klug. Er wusste, dass er ein Risiko darstellt. Leute! Für Erste Hilfe ist es vielleicht ein bisschen zu spät, aber... Da Krug jetzt tot ist, haben wir nur noch zwei Spuren. Aber wenn wir das Signal nicht aufspüren können, welches die Autobombe gezündet hat, dann bleibt uns wohl als einzige Möglichkeit unser alter Freund Odell Williams. Alles klar. Bisher bei Driver San Francisco. Ich versteh's nicht. Wofür braucht Jericho drei Tankwagen mit Ammoniak? Platin? Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Da Krug tot ist, haben wir nur noch zwei Spuren. Aber wenn wir das Signal nicht aufspüren, welches die Autobombe gezündet hat, dann bleibt uns nur noch unser alter Freund, Odell Williams. Komm, ich versuche nur Jericho zu stoppen. Das ist alles, was zählt. Ja, die Aufmachung als TV-Serie gefällt mir schon ganz gut. Auf geht's! Eine weitere Mission haben wir jetzt, oder was? Kollateralschaden freigeschaltet, alles klärchen. So wurde ich auch schon mal genannt. Na, Spaß beiseite. Ach so, da. Finde Jericho und erledige ihn. Wait. Ist das schon das Story-Finale? Und was läuft, Jones? Aber wir haben... Warst du nicht hier, als der Anruf kam? Das Handy, das die Autobombe ausgelöst hat, wurde innerhalb einer Meile von hier geortet. Wir haben eine Spur, Tanner. Ach komm, einer wie Jericho muss den Knopf doch nicht selber drücken. Du weißt, dass Jericho sich gern die Finger dreckig macht. Er hat Krug getötet und er wird da sein. Wait. Wie bitte? Ich dachte, das Spiel geht noch eine Weile weiter. Ich weiß nicht, Tanner. Lol. Kann jeder sein. Er ist es. Frag mich wieso, aber ich weiß. Er ist es safe nicht, als ob die das ohne so irgendeine große Einleitung oder so machen würden, dass sie den hier reinbauen. Zeit für einen Unfall, Chuck. Ein Unfall? Okay, machen wir. Das ist zu Befehl. Nein! Als ob die Jericho einfach so hier einbauen. Niemals. Jetzt sitzt er fest. Mach Meldung, ich schnapp ihn mir. Alles klar, pass gut auf. Woher wollen die überhaupt wissen, dass es Jericho ist? Hey, wow, wow, wow.
Sicher, dass er das ist? Absolut. Hände aufs Dach. Fühlt sich gut an, stimmt's? Yo, Tanner, ganz ruhig, Mann. Das ist nicht Jericho. Ich sehe schon die Schlagzeilen. John Tanner stellt seinen Mann. Stadt bejubelt Lokalhelden. Hey, Tanner, Mann, ich sagte, bleib ruhig. Weißt du, ich wünschte, du würdest eine Waffe ziehen. Nur ein Grund, dich zu erschießen. Tanner, was ist da nur in dich gefahren? Du verstehst es nicht, oder? Komm schon, los, erschieß mich. Wow, Tanner, Tanner! Ich sehe dich dann, Tanner. Ey, Mann, was soll denn das jetzt wieder? John. Hey, John. Und du mach, dass du hier wegkommst. Oh, oh. Das ist gleich mehrfach schlecht. Was? Eins, der Fahrer will uns umbringen. Zwei, der Fahrer ist Jericho. Was? Was soll ich sagen, Jones? Jericho kann es auch. Ich weiß nie, wen er kontrolliert oder wo sein Körper ist. Ah. Dann bring uns endlich hier raus. LOL. Macht Autos zerstören eigentlich Spaß? Tja, was denkst du, warum ich Polizist geworden bin? Ey, ihr nehmt uns aufs Korn. Wir sind okay. Da wird der Spieß umgedreht. Genial. Das ist echt geil. Ist der Plan, John? Einfach. Möglichst heil bleiben. Wir stecken echt was ein. Ich merk das. Woher weißt du, dass es ist? Ich sehe ihn. In jedem Auto, jedem Körper. Er mich auch. Das ist unmöglich. Tja, schreib's mit auf die Liste. Ich finde das echt geil, dass wir jetzt quasi gegen das eigene Feature, das wir haben, ankämpfen müssen. Genial. Esel, ich weiß. Pass auf, wo du hinfährst, ey! Nicht der. Du! Wo ist der Gegner, der nächste? Da. Die Rampenautos sind super, um denen auszuweichen. Hey, sauber! Oh. Wie erledigen wir Jerry? So jedenfalls nicht. Oh. Gott. So sieht das eigentlich auch ganz John, gut aus. Wenn das Jericho ist, warum fährst du da nicht einfach rückwärts in ihn rein? Wenn wir das Fahrzeug stoppen, ist Jericho weg. Dann sitzt da ein benommener Fremder in einem kaputten Auto und wir werden verklagt. So ein Mist. Ehrlich. Jawohl. Zwei Autos? Falsch. Ich fühle mit dir, Kumpel. Den bekommst du nicht rauspoliert. Können wir ihn irgendwo, wo es eng ist, gegen eine Wand rücken? Er will unseren Tod und ihn kümmern die Leben der Zivilisten. Ich ja. Solange wir den Plan ausarbeiten, werde ich etwas Distanz zwischen uns legen. Jericho das eigentlich auch? Sag du's mir. Das macht Sinn. Nein, nichts davon macht irgendeinen Sinn. Möglichst viele Abzweigungen einfach nehmen, das passt schon. Oh boy! Oh Gott, es ist knapp! Weiß schon, was da gerade passiert ist. Halt's Maul, Jones. Hier sind wir einigermaßen sicher. Oh boy. Doch mal, John! Ich weiß, ich versuch's ja. Die Straße. Eine Minute. Die Autobahn führt halt vom Ziel weg, ne? Häng ihn endlich ab, Tanner! Der bringt uns um! Ja, noch fahren wir. Noch. Oh Gott, relativ wenig noch vom Gesundheitsbalken übrig. Ich muss aufpassen. Jede Kollision könnte die letzte jetzt sein. Hier gleich nach links. Das wird nicht schön aussehen. Ich will dich ja nicht bemuttern. Dann lass es. Geradeaus. Seitenstraßen passt auch ganz gut. Ganz ruhig. Nein! Oh. Da musst du jetzt durch. Es ist vorbei. John! Es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Okay, jetzt kriegen wir es besser hin. So.
Alles klärchen. Er fährt auf uns zu. Dann pass auf! Jetzt kriegen wir das deutlich besser hin. Ich war auf sowas nicht vorbereitet, Leute. Plötzlich wird das alles hier abgefahren, was geht. Da ist der Nächste. Hey, er nimmt uns aufs Korn. Wir sind okay. So, ab geht's in die Nebenstraße hier. Woher weißt du, dass er es ist? Ich sehe ihn. In jedem Auto, in jedem Körper. Er mich auch. Das ist unmöglich. Tja, schreib's mit auf die Liste. Oh Gott, gut ausgewichen. Nur weil wir McLaren sind, dürfen wir trotzdem nicht auf den Bürgersteig fahren. Und? Willst du mich anzeigen? Ein McLaren? Alles klar. Das ist der Plan, John. Einfach. Möglichst heil bleiben. John, wenn das Jericho ist, warum fährst du da nicht einfach rückwärts in ihn rein? Wenn wir das Fahrzeug stoppen, ist Jericho weg. Dann sitzt da ein benommener Fremder in einem kaputten Auto und wir werden verklagt. So ein Mist. Ehrlich. Wir stecken echt was ein. Ich merke das. Oh boy. Ich wäre fast das Gebäude hochgesprungen. Das ist echt drauf, John. Ja, ich habe meine Momente. Dann können wir ihn irgendwo, wo es eng ist, in eine Wand drücken? Er will unseren Tod und kümmern die Leben der Zivilisten. Ich ja. Solange wir den Plan ausarbeiten, werde ich etwas Distanz zwischen. Verdammt doch mal, John! Ich weiß, ich versuch's ja. Gib sei still, Minute. Mann! Häng ihn endlich ab, Tanner! Könnt mich uns um! Einfach beide mal still sein! Noch. Gott im Himmel, ey! Er ist überall. Ich werde mich echt beeilen. Die Quatschtanten, ey! Seit wann kann Jericho das eigentlich auch? Sag du's mir. Das macht Sinn. Nein, nichts. Mann, sei doch mal beide still, Mann. Okay, ich mach jetzt. Ich mute das jetzt. Oh, das riecht mich zu sehr auf. Seid doch mal beide ruhig und lass mich einfach mal machen. So, let's go. Das ist natürlich ein netter Spawn. Ja, danke. Alles klar. Auf geht's. Ich hab's jetzt wirklich gemutet für mich. Weil es ist halt echt unerträglich, dieses durchgehende Blitzen, worauf ich eigentlich eher achten muss, Karte lesen und parallel dazu quatschen die beiden durchgehend durch. Alles klar, funktioniert. Ich meine, ich sehe ja wenigstens noch über die Markierung, wo Jericho sich gerade hin teleportiert. Erzähl mir mehr. Ich kann das auch. Ja, ich muss halt einfach die Karte lesen, weil ich war gerade wieder auf dem Holzweg. Woher weißt du, dass es ist? Ich sehe so. Jedem Auto, jedem Kopf. Hör mich auf. Das ist unmöglich. Sieht gut aus. Ja, so. Mit ja, siehst du mal, ne? Außer mit diesem doofen Startpunkt jetzt allerdings mal ohne Hit. Also abgesehen davon. Sauber hier durch. Bisher. Ja, wenn sie mal ruhig sind, ne? Die quatschen halt permanent durch. Oh boy! Dann biegen wir hier mal ab. Sogar hier ausgewichen. John, wenn das Jericho ist, warum fährst du denn nicht einfach rückwärts in ihn rein? Das ist sauber. Ja, perfekt. Hallo, fahr mal schneller, Mann. So gut, danke, da wollte er als Schutz. Wir werden verklagt. So ein Mist. Ehrlich. Wie ist der Plan, John? Einfach. Möglichst heil. Ah, Jericho ist super verzweifelt. Er weiß jetzt auch nicht mehr, was er machen soll. Groß. Oh, zwischen den anderen durchschlängeln. Und dann kommen wir hier lebend weiter. Und ich hab es geschafft, denn die beiden sind ruhig. Und damit gewinnen wir diese Mission. Jawohl. Ja. Auf geht's. Solange wir den Plan ausarbeiten, werde ich etwas Distanz zwischen uns legen. So. Ton wieder an. Ist er noch da? Ich weiß nicht. Es ist so ruhig plötzlich. Verdammt, Mann! Wenn Jericho deinen Trick auch kann, was bedeutet das für uns?
Das bedeutet, dass wir einen Vorteil verloren haben, sonst nichts. Unser Ziel ist dasselbe. Wir müssen den echten Jericho finden und festnageln. Das ist jetzt super, super der Mind-Beep, weil theoretisch müsste ja weder Tanner in die Stadt noch Jericho. Das heißt, Tanner ist nie in Gefahr, aber Jericho auch nicht. Mind blown einfach. Was geht? Da Jericho auch shiften kann, haben wir jetzt ein Rennen. Ich muss Ordell benutzen, um Jericho zu erwischen, bevor Jericho jemanden benutzt, um mich zu kriegen. Okay. Na, bin ich mal gespannt. Auf geht's zu Ordell, oder was? Ihre Augen auf die Stadt. Stündlich zur vollen Stunde. Als nächstes, Platin plus Ammoniak-Agit-Cyanid. Wir sprechen mit dem Antiterrorismus-Experten, der sagt, dass wir uns alle sorgen sollten. John! John! Schwester! Alles klar, Junge. Alles ist gut. Eieieiei. Komm, John. Oh. Ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Links oder rechts? Links. Oh yeah. Vielleicht haben wir neue Garagen freigeschaltet. Kapitel 5. Tief verdeckt. Das wäre jetzt natürlich krass gewesen, wenn wir jetzt heute schon das durchgespielt hätten. Okay, wieder ein bisschen copyrighted Musik. Ich lege eh meine eigene Musik drunter. Oh ja. Jetzt wirst du. Jetzt fühlt sie sich verfolgt, ne? Jetzt ist er paranoid. Zu Recht oder zu Unrecht? Okay, krass. Also ich finde das halt. Diesen Twist finde ich geil. Der ist super. Ab jetzt ist man selbst der Verfolgte. Bis jetzt hat man sich so mächtig gefühlt und jetzt merkt man so, ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, ja. Also ich finde den Twist sehr, sehr cool, aber sich so reinzudenken ist halt echt krass. Shift-Ebene 4, wow. Ich kann mich noch höher pushen, ich weiß es genau. Hey, ich gewöhne mich langsam an die Höhe. Ah, jetzt sieht man oben auch eine Karte. Die ganze Bay Area. 1, 2, 3. Je höher wir shiften, desto näher kommen wir unserem Bewusstsein. Das ist heftig. Gut gemacht. Danke. Tut mir leid, Lady, aber es ist etwas passiert. Die aufstrebende, freischaffende Reporterin Fiona Meller wird soeben live entführt. Oh, kostet aber 100.000. Schade. Aber wir schalten damit den Murcielago frei. Gucken wir mal, wo wir noch überall reinkommen. Wo gibt's noch welche... Garage, zack. Hauptsache, ich fahre ihm vor die Kiste und hupe trotzdem. 5000! Klar. Was kriege ich hier? Ich glaube, ein Alfa Romeo war da noch, ne? Ach so, okay. Ja, gut. Lohnt sich jetzt vielleicht nicht so maximal. Oh, der DB5, das ist ein schönes Teil. Aber trotzdem, es sind halt Autos, die sich vielleicht nicht maximal lohnen. Der Eldorado. Ja, auch schön. Oh, der Charger. Schickes Ding. So, mal gucken, wie es mit der nächsten Garage aussieht. So. Nee, falsche Taste. Zack, zack, zack.
Und nächste. Da waren wir, glaube ich, schon. Nächste Werkstatt ist... Wo? Ich muss sagen, dieses Herzschlagding macht mich unfassbar nervös. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, ne? Wir waren nur bei der anderen Garage. Sprechen Sie einfach Range Rover. Über was Sie wollen. Ehrlich? Ehrlich. Ach schade, ich dachte, da kommt jetzt was, worüber Sie reden. 100.000. Audi R8 aber schalten wir frei. Ja, krass, ne? Vielleicht ist es dann was für das nächste Mal, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und gerne auch beim nächsten Mal wieder auschecken, wenn es weitergeht mit Driver San Francisco. Und bitte, bitte, spammt nicht irgendwie alle möglichen Nachrichten voll, weil ich kriege immer wieder mal Nachrichten jetzt. Wann kommt wieder Driver San Francisco? Wann kommt wieder Driver San Francisco? Und es ist eigentlich egal, um welches Spiel es geht. Es ist eigentlich immer ein bisschen anstrengend, wenn das so oft gespammt wird in die Kommentare. Wann denn wieder irgendwas Neues kommt. Ich finde es cool, dass sich, wenn auch eine etwas kleinere Gruppe, super, super krass für dieses Spiel interessiert. Aber wie gesagt, bitte nicht voll spammen. Aber ansonsten gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis demnächst, ihr Lieben. Haut rein.